Moin YouTube, ich habe Post bekommen und die möchte ich mal eben mit euch zusammen auspacken, denn da müssten Akkus drin sein. Das alleine wäre ja nicht sonderlich spektakulär. Meine, wir alle setzen ja inzwischen, glaube ich, mehr Akkus ein als normale Batterien. Hier sind die Akkus. Enelope von Sanyo, auch allgemein bekannt inzwischen. Aber das Besondere, was ich mir jetzt dazugestellt habe, sind diese Adapter. 4 Stück an der Zahl. Und mit diesen Adaptern soll man normale Doppel-A-Batterien auf dieses Babyzellenformat, also das C-Format bei Batterien bringen können. Hier ist das nochmal schematisch dargestellt. Also die Doppel-A-Batterie wird jetzt hier eingeschoben. Und warum ich das haben wollte, ist, ich besitze eine drahtlose Klingel, so eine Funkklingel. Und die Akkus, die ich da nutze, die sind jetzt schon ein paar Jahre alt. Das sind diese hier, Nickel-Cadmium-Akkus. 1200 mAh, 1,2 Volt in der Größe C und die halten nicht mehr besonders lange. Das heißt, ich muss da relativ häufig aufladen und das Schlimmste dabei ist, dass ich manchmal die Türklingel nicht höre. Und das ist natürlich dann ganz besonders blöd, wenn Leute vor der Tür stehen und kommen nicht rein. So, jetzt habe ich das hier mal so eingesetzt. Das macht auf mich allerdings noch keinen so guten Eindruck. Ich weiß nicht, ob die da halten. Und was ich jetzt mal ausprobieren werde, ist, ich werde die jetzt alle 4 Mal bestücken und dann bei mir in meine Funkklingel einsetzen und hoffe mal, dass die dann noch funktioniert. Bis gleich. So, 3 Stück habe ich jetzt schon eingebaut. Das ist die letzte. Und dieser Adapter scheint tatsächlich nur dazu da zu sein, um die Höhe hier irgendwie auszugleichen. Denn normal legt man jetzt einfach nur die Doppel-A-Batterien da rein. Und die Adapter stellen halt sicher, dass Höhe und Abstand hier gehalten werden. So, jetzt kommt gleich der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, müsste es eigentlich klingeln. Prima. Das scheint zu funktionieren. Jetzt habe ich Ersatz. Das heißt, die hier kann ich zwar immer noch aufladen und die tun es dann für 1-2 Tage. Wenn jetzt hier die Enelope mal leer sein sollten, dann kann ich die in Ruhe aufladen innerhalb von einigen Stunden und in der Zwischenzeit habe ich dann diese hier als Ersatz oder umgedreht, muss ich mal gucken. Aber das ist ja schon mal gut. Da funktioniert das. Super, das war das, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Moin YouTube. Bis dahin, tschüss.